Kennen Sie die Kikladen? Wissen Sie, wo sie sind? Nein, dann kommen Sie mit uns. Ein kurzer Halt in Skiathos, um Treibstoff aufzutanken. Und weiter geht der Flug, wo die Götter Griechenlands uns schon erwarten. Es gibt über 2000 Inseln in Griechenland. Davon sind 200 bewohnt. Die Kykladen liegen im Ägäischen Meer und umfassen eine Inselgruppe von rund 200 Inseln und gehören zu Griechenland. Mykonos, berühmt aus der griechischen Geschichte, Literatur und besungen in vielen Liedern, die im Altertum wegen ihres Reichtums, Perlen von Hellas genannten Inseln, ragen heute als kahle Felsen aus. Der Ägäis, von der Sonne verwöhnt, mit Windmühlen übersät, die berühmte Insel Mykonos. Eine kahle, in helles Licht getauchte, felsige Landmasse mit schneeweißen, kubischen Häusern. Taubenhäuser in ihren wundervollen Formen beherbergen immer noch die Vögel des Friedens und fügen der Insel eine besondere Eleganz hinzu. Die Häuser erheben sich direkt am Meer und die Wellen brechen sich unter den hölzernen Balkonen und Erkern. Das ist Alifkandra, das Venedig von Mykonos, das Wohnviertel der Künstler. Viele Maler bannten es auf die Leinwand und machten es so unsterblich.
Straßen im Zentrum der Stadt sind schmal und natürlich nur für die Fußgänger bestimmt. Die Straßen sind mit den flachen traditionellen Steinen gepflastert, deren Fugen weiß gestrichen sind. Paraportiani, die am meisten fotografierte Kirche der Insel. Ein Bauwerk von besonderer Eigenart und großem architektonischen Wert. Die einzige katholische Kirche auf der Insel Mykonos. Die Stadt Mykonos, Chora, wie sie von den Einheimischen genannt wird, ist eine der bekanntesten touristischen Ferienstädte in Griechenland. Insgesamt 365 Kirchen und Kapellen zählt man in den labyrinthartigen Gassengewirr der Inselhauptstadt und ihrer näheren Umgebung. Die Taube ist ein Symbol des Friedens und die Taubenhäuser auf Mykonos sind unvergleichliche Beispiele einer volkstümlichen Architektur. Ein Käse namens Chloro, der sehr bekömmlich und schmackhaft ist, wird aus Ziegenmilch hergestellt. Heute sind die Windmühlen ein Wahrzeichen der Insel Mykonos.
Die Stadt ist in der den Kykladen eigentümlichen Art erbaut. Das Weiß der Häuser ist pedantisch beibehalten worden, als scharfer Kontrast zum Blau der Türen, der Fenster und der Treppen. Die Häuser, die alle im selben Stil erbaut wurden, bilden zusammen einen Anblick von einzigartiger Schönheit. Von den 6.000 Einwohnern leben 4.500 in der Hauptstadt, gegenüber einer wesentlich größeren Anzahl Touristen, über 100.000 im Jahr. Und trotzdem ist die Bevölkerung noch freundlich und nett, auch das ist Mykonos. Es gibt nur einen Wirtschaftszweig auf der Insel und der heißt Tourismus. Die Windmühlen, welche in der Vergangenheit von großer Bedeutung waren, entstanden in der Zeit des Byzantinischen Reiches. Heutzutage bieten sie einen besonders schönen Anblick und werden von den Touristen fleißig fotografiert. Insgesamt leben 8.000 Einwohner auf der Insel, davon 3.000 in der Hauptstadt. Die restliche Zahl verteilt sich auf kleine Küstenorte und Dörfer im Inselinnern. Die lebhafte Hafen- und Hauptstadt mit den typischen Gästchen liegt an der flachen Westküste. Parikia, wie Paros auch genannt wird, bietet dem Besucher ein zauberhaftes Bild. Auch auf dieser Insel ist der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. Bauern produzieren sehr guten Wein, pflanzen Gerste und Gemüse an. Es wachsen Zitronen, Orangen, Mandarinen, Feigen, Oliven und Mandeln. Die Landwirtschaft erbringt die Hälfte der Erträge. Thank you.
der reizvolle, sehr lebendige Hafen der Hauptstadt, wo immer viele Einheimische ihren frischen Fisch einkaufen. Lefkes, einst größter Ort der Insel mit 3000 Einwohnern. Heute leben nur noch 800 Menschen, meist Bauern, in Lefkes. Die Kirche Agios Nikolaos erhebt sich hoch über der Stadt. Die Farben Blau und Weiß bestimmen überall das ägäische Landschaftsbild. Die Insel ist 30 Kilometer lang und 20 Kilometer breit mit 18.000 Einwohnern. Die Stadt Naxos, Chora, wie sie von den Einheimischen genannt wird, ist kegelförmig um das alte venezianische Schloss gebaut. Sie ist eine der größten Handelsstädte der Kykladen.
das 6 Meter hohe ionische Tor des Apollo-Tempels, das Wahrzeichen der Stadt Naxos, den einzig erhaltenen Rest eines nie vollendeten Tempels aus dem 6. Jahrhundert vor Christi. Von einem schönen Platz am Hafen kann man einen wunderschönen romantischen Sonnenuntergang erleben. Faszinierend ist immer wieder ein Spaziergang durch die Gassen und Arkaden mit den vielen kleinen Läden und Tavernen. Es ist ein traumhaftes Gefühl, sich sorglos in den kleinen, verschachtelten Gässchen verirren zu können, wenn man weiß, dass irgendeiner der Wege früher oder später zum höchsten Punkt der Stadt führen wird. Sechs Kilometer von der Hauptstadt Naxos steht das Dorf Galanado mit der venezianischen Burg Bellonia. Im kleinen Dörfchen Aspirantos besichtigen wir das einzigartige Volksmuseum. In der Nähe des Küstenstädtchen Apollon liegt der unvollendete Kuros, die 10,5 Meter große Marmorstatue aus dem 7. Jahrhundert vor Christi. Naxos, die größte und fruchtbarste Insel der Kykladen, eine der schönsten Inseln der Ägäis, zieht jeden Sommer Tausende von Touristen an. Der Charakter der Insel war stets durch die Landwirtschaft bestimmt. Der größte Teil der Bevölkerung sind Bauern. Thank you.
Da freut sich die Mannschaft. Ein ergiebiger Thunfischfang, wie er nicht mehr alle Tage vorkommt. Thank you.
Am südlichen Ende der Inselgruppe der Kykladen findet man die kleine, aber schöne Insel von Santorini. Die tiefblaue Meeresfarbe, das braune, das rote und das schwarze des Landes komponieren eine wilde, imposante und einmalige Naturschönheit. Die Caldera und im Hintergrund die Insel Nea Kameni, wo heute noch der Vulkan qualmt und sich die Besucher in heißem Thermalwasser tummeln können. Santorini ist die südlichste Insel der Kykladen mit der Hauptstadt Tyra, die rund 300 Meter hoch auf dem imposanten, fast senkrechten inneren Kraterrand steht. Santorini ist keine gewöhnliche Insel. Sie besteht aus der erstarrten dickflüssigen Lava des Vulkans, welche aus dem Erdinnern hervorschoss, sich durch das Meer erhob und diese Insel bildete. Eindrucksvoll ist die große Zahl von 352 kleinen und größeren Kirchen, die auf der ganzen Insel zerstreut stehen. Alle Kykladeninseln haben eines gemeinsam: weiße Häuser, steingepflasterte enge Straßen mit Gärten voller Blumen. Thank you.
Santorinis Fläche beträgt 73 Quadratkilometer mit 7200 Einwohnern. Die Treppe, die sich wie eine Schlange am Abgrund entfaltet und den Hafen mit der Stadt verbindet, ist zu Fuß oder mit den Mulis, Eseln oder Pferden erreichbar. Wer gut zu Fuß ist, kann die 600 Stufen des Weges hoch- oder hinunterlaufen. Außerdem fährt eine Gondelbahn in 3 Minuten von einem Ende zum anderen. Der Hafen. Hier beginnt der Stufenweg zur Hauptstadt Tira. Kamari hat einen kilometerweiten Strand, bedeckt mit schwarzem Lava, Sand und Steinen.
Burgos, die kleine Stadt auf einem Hügel, erbaut mit der Kirche. Theodokos, ein Bau aus dem 11. Jahrhundert nach Christi. Einer der schönsten Glockentürme Santorinis. Noch einmal das kleine Städtchen Camari. Ia hat unter dem Erdbeben von 1956 am meisten gelitten. Insgesamt fielen dem Erdbeben auf Santorini 2000 Häuser zum Opfer, wobei die an der Steilküste liegenden Orte am meisten betroffen waren. Vor dem großen Beben lebten 7000 Einwohner in Ia. Heute sind es knapp 350 Menschen. Ja, dieser Ort ist voller Charme und Romantik, obgleich seine Geschichte voller Katastrophen ist. Während des Mittelalters war Ia ein bevorzugtes Ziel der Mittelmeerpiraten. Deswegen lebten die meisten Bewohner in den natürlichen Höhlen der Steilküste, um den Eindruck zu erwecken, dass dieser Teil der Insel unbewohnt sei. Unglücklicherweise musste die Bevölkerung diese Unterkunft später nochmals benutzen. 1956 zerstörte ein Erdbeben fast alle Häuser Ias.
Von den 8200 Einwohnern leben nur 3800 in der Hauptstadt Tinos. Tinos hat die meisten Kirchen der Kykladen. Es sind über 800, aber noch größer ist die Zahl der für die Insel so charakteristischen mittelalterlichen und architektonisch bezaubernden Taubentürme. Das Tal Tarampades ist berühmt durch die vielen kunstvollen Taubentürme. Da werden wie überall auf den Kykladeninseln die Tauben gezüchtet und gegessen. Der in den 48 Dörfern lebenden Menschen sind Bauern. Musik.